willkommen zu einer weiteren Folge von Kleine Küche, große Träume. Es wird langsam dunkel, unser Besuch ist schon auf dem Weg nach Hause und ich drehe hier jetzt noch kurz meine Intros, damit ich mich dann demnächst den Videoschnitt widmen kann. Und heute beim Besuch gab es bei uns Putenröllchen, die in Schinken eingewickelt waren mit Salbei drin. Und dazu gab es dann ein Gemüse bestehend aus Kirschtomaten und grünen Riesenbohnen. Hört sich jetzt alles ziemlich wild an. Tatsächlich habe ich auch keinen besseren Namen, um das zu beschreiben. Ich weiß noch nicht, was ich in den Titel schreiben werde, wie ich dieses Video also benamse. Werdet ihr jetzt schon gesehen haben. Sehr lecker, muss ich sagen. Vor allem das Gemüse war überraschend gut. Da habe ich mir schon gedacht, dass es nicht schlecht schmecken wird, aber dass es so gut ist, das hat mich dann am Ende doch überrascht. Also das ist definitiv so ein Gericht, das ich euch wärmstens ans Herz lege, zumal es auch nicht sonderlich kompliziert ist. Und ja, was ihr an Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Und hier sind die Zutaten. Neben den Hühnchenbrüsten, das sind jetzt übrigens 6 Stück, weil wir aber auch mit 4 Erwachsenen und 2 Kindern essen. Dann haben wir hier Schinken, der ist zum Einwickeln, da könnt ihr also auch Speck nehmen oder so. Ich habe mich jetzt für den entschlossen, weil die Scheiben so schön groß sind. Damit kann man also die Hähnchenbrüste wunderbar umwickeln. Etwas Butter, dann brauchen wir Knoblauch, Zwiebel und kleine Kirschtomaten, Bohnen und jede Menge Salbei. Und deswegen habe ich mich auch für dieses Rezept hier entschlossen, weil ihr sehen könnt, dass der hier wirklich austreibt wie verrückt. Total gut geworden. Und ja, den werde ich heute ein bisschen stutzen. Und von daher gibt es dieses Gericht, weil dann kann ich das, was ich da stutze, auch gleich verarbeiten. Gut, so, das waren schon wieder die Zutaten. Also ab in die Küche. Und wieder mal gibt es was zur Vorbereitung zu sagen. Also, die Fleischstücke habe ich gewaschen und einmal trocken getupft. Außerdem habe ich da alles, was an Sehne oder Fett auf der Oberfläche war, schon mal weggeschnitten. Und ich habe die Salbeiblätter geerntet. Wenn ihr eine Pflanze habt und da erntet, dann macht das bitte so, dass ihr den ganzen Trieb abschneidet und davon dann die Blätter abnehmt. Ihr könnt natürlich auch einfach nur die Blätter abzupfen, aber die Pflanzen verkraften das eigentlich besser, wenn man einen ganzen Trieb entfernt, anstatt die Blätter eines Triebes komplett da abzuzupfen. Von daher also lieber direkt unten knapp über der Erde den Trieb abschneiden und dann alles davon abzupfen. Gut, was brauchen wir noch? Also, die Hähnchenbrustfilets werden gleich eingewickelt. Das habe ich schon mal gezeigt. Das ist ein sogenannter Küchenfaden oder Küchenbindgarn. Damit wickel ich das Ganze dann fest. Ihr könnt natürlich alternativ auch sowas hier verwenden, einfache Holzspieße. Ich mache das mit dem Garn allerdings ein bisschen lieber, weil die sich dann einfacher anbraten lassen, weil eben dieses Holzstück da nicht stört. Und da ist das eigentlich ganz angenehm. Also sofern es geht, bevorzuge ich immer das Garn. Bei dem Zaltenbocker zum Beispiel habe ich dann auch den Schaschlikspieß genommen, weil da funktioniert das einfach nicht anders. Das kann man eben nicht wickeln. Gut, aber jetzt kommen wir hier wieder zurück zum Gericht. Also, ich habe hier schon mal 2 Schinkenscheiben hingelegt. Darauf kommt dann eine Hähnchenbrust und etwas Salbei, nachdem das gesalzen und gepfeffert wurde. Also erstmal Pfeffer, kann gerne ein bisschen mehr sein. Salz muss eigentlich nicht so viel sein. Der Schinken selber hat ja auch schon eine Menge Salz. Und darauf kommt jetzt etwas Salbei. So, noch einer. Und dann wird das Ganze eingewickelt. Da werde ich wohl noch eine Scheibe brauchen. Ein Augenblick. Oh, jetzt geht der Schinken hier wieder nicht runter. So, jetzt habe ich ihn. Also, so wird das Ganze dann als Päckchen gepackt und anschließend gleich mit dem Bindgarn umwickelt. Und das werde ich mit allen 6 Fleischstücken machen. Das müsst ihr euch jetzt aber nicht alles angucken und von daher zeige ich euch danach, wie es weitergeht. Meine Fleischstücke sind fertig, so sehen sie jetzt aus und die werden jetzt in einem Topf angebraten. Wichtig ist dabei, dass dieser Topf auch geeignet sein soll, um in den Backofen zu packen. Also Metallgriffe sind da Pflicht und am besten, wie gesagt, sucht ihr direkt nach einem Bräter. Ich habe jetzt hier nur einen Topf und darin werden jetzt die Fleischstücke erstmal angebraten von allen Seiten. Das am besten mit Lüftung, ansonsten
riecht gleich das ganze Haus danach. Und anschließend kommen die dann in den Backofen. Der Backofen ist schon vorgeheizt auf 160 Grad bei Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze. Und da werden diese Fleischstücke dann fertig gegart. Aber da komme ich dann nochmal zu, wenn ich hier fertig bin mit dem Anbraten. Mittlerweile sind jetzt die Fleischstücke fertig gebraten und die wandern jetzt so in den Backofen. Wie gesagt, der ist vorgeheizt auf 160 Grad, wenn ihr Umluft habt, und bei Ober-Unterhitze 180 Grad. Und das geht komplett so mit dem Topf da rein. Meine Fleischstücke sind jetzt wieder aus dem Ofen raus und an der Stelle nehme ich die jetzt aus dem Topf. Die kommen auf einen Teller und der Teller wiederum kommt dann zurück in den Ofen, einfach um warm zu bleiben. Also den Ofen könnt ihr dabei gerne ausschalten. Es geht nur darum, dass wir die Fleischstücke jetzt nicht komplett auskühlen, weil jetzt im nächsten Schritt, der dauert auch ein bisschen und von daher müssen wir die einmal wieder zurückstellen, so. Und hier geht es jetzt auch weiter. Ihr seht schon, da ist ordentlich Bratensaft in diesem Topf. Das ist natürlich wunderbar, weil den wollen wir jetzt weiter nutzen. Und deswegen packen wir hier in den Topf zunächst mal etwas Butter. Vorhin hatten wir Öl, jetzt nehmen wir Butter. Das hängt damit zusammen, dass die Butter nicht genug Temperatur entwickelt beim Anbraten. Und von daher hatten wir erstmal das Öl zum Anbraten. Jetzt wollen wir hier aber eher dünsten. Und das können wir eben auch super mit Butter machen. Also die Butter einmal darin anlösen. Vorsicht, wenn ihr den Topf anfasst, der ist natürlich heiß. Und einmal versuchen, möglichst viel von dem, was da unten festgebacken ist, in die Butter zu bekommen. Also schön auflösen das Ganze und da hinein kommt jetzt einerseits die Zwiebel und der Knoblauch, die sind fein gehackt und das Ganze lasse ich hier drin jetzt etwas andünsten. So, 3-4 Minuten, das kennt ihr ja alles schon und beim nächsten Schritt hole ich euch dann wieder mit dazu. Da das Ganze ganz schön dampft, habe ich jetzt die Kamera mal ein bisschen zurückgenommen. Die Zwiebeln selber sollen an der Stelle jetzt noch nicht braun werden, wobei das wahrscheinlich eher Abschätzungssache ist, weil eben der ganze Bratensaft da drin ist und der ist nun mal braun. Und jetzt als nächstes kommen da die Tomaten dazu. Die sind einfach nur halbiert, die kommen hier rein und sollen ebenfalls ein paar Minuten mitgedünstet werden, bevor es dann im nächsten Schritt wieder weitergeht. Und damit sind wir jetzt beim letzten Schritt. Jetzt kommen nur noch die Bohnen dazu. Werden einmal darin aufgewärmt, dann wird das Ganze mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und dann kann man schon auffischen, weil das Essen fertig ist. Ja, wie das Essen geschmeckt hat, sage ich euch ja oder habe ich ja euch bereits im Intro gesagt und von daher verabschiede ich mich jetzt an der Stelle. Ich wünsche euch einen guten Appetit, falls ihr das nachmacht und wir sehen uns in der nächsten Folge.